Also doch keine Änderungen bei der Rente mit 63. Viel Lärm um nichts. Lindner gibt die Blockade zum Rentenpaket 2 auf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe es gelesen und zwar im Redaktionsnetzwerk Deutschland RND vom 24. Mai 2024. Stets geschrieben. Ich zeige es Ihnen mal hier, können Sie es ganz gut sehen. Finanzministerium gibt Rentenpaket nun doch zum Beschluss frei. Eigentlich wollte die Ampel das Rentenpaket schon am 8. Mai verabschieden, aber Lindner hat das Paket blockiert. Er wollte Änderungen bei der Rente mit 63 durchsetzen. Er wollte noch andere Sachen im Zusammenhang mit der Flexibilisierung der Rente durchsetzen. Er wollte im Grunde genommen die Rente mit 63, wie wir sie aktuell jetzt als Altersrente für besonders langjährig Versicherte haben, abschaffen. Er wollte so eine Art Modell, flexibilisiertes Modell nach dem schwedischen Rentensystem in der ersten Säule in Schweden, in der Allmänpension einführen. Das heißt also, frühestmöglicher Rentenbeginn mit 63, dann hoch bis 73 oder meinetwegen bis 95. Ich weiß ja nicht, wie lange Lindner vorhat, dass die Deutschen hier arbeiten. Und dann, wer mit 63 in Rente geht, hätte dann massig viele Abschläge bekommen. Dann wäre das auch völlig wurscht gewesen, ob sie 35 Jahre, 40 Jahre oder 45 Jahre eingezahlt haben, weil dann hätte es diese Rente nicht mehr gegeben. Ja, meine Damen und Herren. Und genau das ist das Problem. Lindner hat im Grunde genommen heiße Füße oder kalte Füße bekommen. Er hat einen Rückzieher gemacht. Was anderes war auch nicht zu erwarten von ihm. Er hat letzten Endes nicht mit der Reaktion wahrscheinlich auch seines eigenen Wählerklientels gerechnet. Nämlich in der FDP gibt es nicht nur Multimillionäre und Milliardäre und Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch gut verdienende Arbeitnehmer und nicht wenige, die die FDP wählen. Und die haben gesagt, stopp, mein Freund, so geht's nicht. Du kannst uns nicht unsere Rente wegnehmen, die wir hart erarbeitet haben. Darauf haben wir einen Anspruch und deswegen Hände weg davon. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, so vermute ich mal ganz stark, hat er mächtig Druck bekommen vom Bundeskanzler Scholz, der ihm klipp und klar gesagt hat, wenn du dich hier zu weit aus dem Fenster lehnst, ist die Regierung, die Ampelregierung erledigt. Und das wollte ja Lindner auch nicht. Und dann muss man auch noch eins sagen, meine Damen und Herren, das ist eben auch diese ja, Doppeldeutigkeit und auch Heuchelei, die politische Heuchelei, die ich ja der FDP zumindest dem Herrn Lindner und auch dem Fraktionsvorsitzenden Dürr vorwerfe. Hier werden immer Systeme oder hier werden praktisch Vorschläge gemacht, die ja im Grunde genommen ein Großteil des FDP-Wählerklientels, ich spreche nicht von den gut verdienenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern von denjenigen, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind oder als Beamte irgendwo beschäftigt sind, und Herrn Lindner persönlich ja auch nicht, die betreffen die ja nicht, ja? Lindner zahlt nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Der ist de facto verbeamtet als Bundestagsabgeordneter und als Minister. Hat er da überhaupt gar keinen Zugang in das System, denn da ist er nämlich versicherungsfrei und für ihn werden sozusagen, er kriegt horrende Altersvorsorge Gelder gezahlt für das, was er hier leistet oder auch nicht leistet, ja, und er zahlt selber keine Beiträge für seine Altersruhegelder als Bundestagsabgeordneter und als Minister ein. Also meine Damen und Herren, und so ist das eben mit vielen von denen von der FDP, dass die praktisch im Grunde genommen nicht in das System einzahlen. Würden sie nämlich in das System einzahlen, würde denen gar nicht einfallen, solche Vorschläge zu machen. Also meine Damen und Herren, viel Lärm, wieder mal um nichts, ja. FDP hat kalte Füße bekommen und es gibt keine Änderungen in der Rente mit 63. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die Altersrente für langjährig Versicherte wird auch in dieser Legislatur nicht abgeschafft werden. So kann man es zumindest aus dem entsprechenden Beitrag des Redaktionsnetzwerks vom 24.05.2024 ablesen. Es gibt dort keinerlei Änderungen, also nicht bekannt gewordene Änderungen an dem vorgelegten Gesetzentwurf durch Hubertus Heil. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Jetzt können wir mal langsam wieder Ruhe reinbringen. Rente mit 63, ich hatte es Ihnen ja schon gesagt, die gibt es ja eigentlich gar nicht.
Aber als politisches Schlagwort doch ziemlich interessant und auch bekannt. Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.